Da gesehen, ich hab deine Sonne. Wie war das bei dem einen Film? Wenn man eine Sonne hat im Auge, dann wird man nicht von den Zombies oder man wird nicht, man, oh Gott, ich werd nicht, egal. Hier ist der Dummschwätzer. Nachts total verschissen und oh, alles ist geil gerade. Und ja. Oh, guck mal meine Haare. So sieht ein Dummschwätzer aus, oder? Okay, seht ihr das? Rot, lila, rot. Was ist mit der Farblose? Ah, das ist der Bildschirm. Ah, da seht ihr, wie satt das ist. Ich werde das jetzt so machen. Ja, ich habe jetzt mal den Bildschirm ausgemacht, dann ist dieses Eklige nicht da. Dieses. Ich kann machen die Haare trotzdem irgendwie sau cool jetzt, weil ich ein Video mache. Na gut. Ah. Der Ulf. Heute kam ja kein Video. Ich spreche ins Bums rein. Heute kam ja kein Video und ich dachte mir, scheiße, wenn kein Video kommt und deswegen, ich habe jetzt mir gedacht, ich mache doch irgendwas. Ich wollte erst was mit Garry's Mod, aber das dauert jetzt zu lang. Ich will es jetzt noch heute Nacht machen und für morgen hochladen, weil wir echt Abonnenten bekommen ohne Unterlass. Hört auf, ihr verrückten Abonnenten. Es läuft, geht bergauf und deswegen muss da ja auch irgendwas kommen. Mal kurz am Kopf kratzen, bis mir da was Neues einfällt, was ich sagen kann. Gott, sehen die Haare gerade cool aus, oder? Oder behindert? Cool, cool. Ich bin ja mitten in der Prüfungszeit, aber mir geht's echt gut. Mir geht's heute richtig gut, ich habe auch viel gelernt. Danke für die Kraft. Okay. Ja, und da dachte ich mir, komm, machst du mal ein Video hier, ja? Es ist ja nicht so, dass ich bin ja nicht von Haus aus Dummschwätzer, ja? Ich kann ja auch normal. Nun zum Video. Ich habe in einer Battlefield-Dummschwätzer-Ding gesagt, dass ich die Konsolen und so aufgebaut habe. Die will ich euch zeigen. Ich wollte eigentlich so eine richtige Roomtour machen, aber hier sieht's aus wie hingeschissen. Ich habe ja niemanden, der mir hier... Das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich bin gerade in der Prüfungszeit und kann natürlich nicht... aufräumen, dann, ist ja klar. Man macht's am liebsten, ja klar. Wenn man irgendwas machen muss, schultechnisch oder studiumstechnisch, dann ist das Haus eigentlich immer sauber. Aber dagegen bin ich immun im Moment. Weil ich echt gefickt bin von den Prüfungen. Und deswegen mache ich das Video. Seid ihr bereit? Okay. Also das hier, das ist der erste Schrank mit den Konsolen. Da ist halt einfach eine PlayStation 2, die Wii, die GameCube und die alte Xbox. Da unten Kabel, scheiß, man sieht hier schon, das ist ja immer so eine Sache mit den Kabeln, ja. Und da hinten Trainingsgeräte. Hier dann halt die Xbox und ein bisschen scheiß, die PlayStation, der Entertain Receiver. Und hier läuft gerade SpongeBob, mein Kram. Ich kann nicht weiter runterfilmen, es sieht so sau schlimm aus. Moment, ich kann so, das ist meine Tastatur. Hier ist die Maus. Auf einem Verdi-Ding. Das ist so, ne, fest aufgeklebt. Hier ist das Mikrofon und hier ist der PC. Mehr kann ich nicht zeigen, sieht sonst zu verschissen aus. Das ist mein Stuhl. Das ist so ein richtiger Männerstuhl. Guckt ihn euch mal an. Ohne, ja, da ist mein Skateboard. Und hier sind die alten Konsolen. Man sieht mich hier sitzen. Hallo, hey. Und hier ist so eine Wanne mit Kram drin. Egal, das ist der alte Fernseher, ja. Und da habe ich dann hier unten halt, hier ist gerade offen. Das sieht jetzt sehr unschön aus. Aber ich habe letztens, wartet mal. Ich hab letztens gezockt. Und ja, aber hier ist halt, Nintendo 64. Die Controller für die Super, ja, da habe ich letztens auch gespielt. Und hier noch die, Poller. Was haben wir denn da? Na gut. Und da ist der Mülleimer, ja, habt ihr ihn vielleicht schon gesehen. Ach ja, Super Mario. Super Mario Bros. 3. Und das ganze Ding sieht halt so aus. Ziemlich. Ist jetzt nicht so spektakulär. Und da ist halt, wie gesagt, guckt euch mal genau den Mülleimer an. Ist das da vielleicht Sperma da dran? Okay. Und wie bei jeder Spielesammlung sind halt die Spiele. Ich habe jetzt die anderen. Ich habe die letztens rausgeräumt, weil ich was machen wollte. Hier ist noch anderer Kram von meinem Opa und hin und her. Aber ja, hier sind Spiele halt. Ich will die jetzt nicht alle. Das sind halt die ganz alten Dinger. Und dann sind hier. Hier unten, es ist viel zu dunkel. Da ist noch Star Trek. Super geil für die Super Nintendo. Hier sind noch PlayStation 1 Spiele. Hier so ein Ding, um an der Nintendo 64 halt Gameboy Spiele zu spielen. Hier auch nochmal so ein Ding, weil für die Super Nintendo, weil sowas braucht man, braucht jeder. Hier sind halt die PlayStation 2 Spiele und da hinten dran, da oben sind noch PSP Dinger. Und da hinten dran sind halt, ich habe wenig Platz in diesem Scheiß. La la la. Da sind halt GameCube-Spiele und Wii und da hinten sind noch Xbox-Spiele. Ach, ich muss euch die ganze Sammlung mal ein andermal zeigen. Und der Xbox 360 Kram ist halt hart, weil hier hinten dran halt auch alles nochmal voll ist. Seht ihr das da hinten? Ich muss das Licht anmachen. Wo ist denn die Lampe, Mensch? Da ist halt auch nochmal alles voll und da oben auch. Und ich habe einfach viel zu viele Xbox-Spiele. Hier sind was weiß ich wie viele, keine Ahnung. Aber ich bin halt auch ein Tier. Die richtige Roomtour folgt ein andermal, weil ich habe jetzt, hier ist nicht sauber. Hier ist nicht sauber. Und der Akku blinkt. Gleich ist vorbei.